Kulturschocker 2012, ein wunderschön. Wir stehen hier auf der Königsstraße in Duisburg. Hinter uns seht ihr das wunderschöne Stadttheater, in dem zurzeit die Oper Tosca von Puccini läuft. Genau die haben wir im Rahmen des Kulturschocker-Projekts mit einem Haufen talentierter Duisburger Hip-Hop-Künstler neu interpretiert. Die Ergebnisse dazu könnt ihr auf YouTube bestaunen oder sogar live im Rahmen einer Promotour, die wir am 17. November starten werden hier in Duisburg, wo wir an drei Orten das Ganze live performen werden. Das wird stattfinden um 15 Uhr auf der Rheinhausener Einkaufsstraße, sowie um 16.30 Uhr auf der von der Marxstraße in Meiderich und ab 18 Uhr hier auf Höhe der Goldenen Leiter auf der Königsstraße. Direkt im Anschluss werden wir alle zusammen die Oper Tosca besuchen, uns das Stück reinziehen, ein bisschen für Stimmung sorgen und du kannst es auch. Du musst einfach nur auf einen der erwähnten Promo-Gigs kommen, denn dort verschenken wir 100 Freikarten, wovon du sicherlich eine ergattern wirst, um uns dann eben nach dem letzten Promo-Gig hier auf der Königsstraße hinter uns ins Stadttheater zu folgen. Worum geht es in der Oper Tosca? Der Maler Mario Cavaradossi und die Sängerin Floria Tosca sind ein Liebespaar. Cavaradossi versteckt einen politischen Flüchtling und wird deshalb vom römischen Polizeichef Scarpia festgenommen und gefoltert. Tosca bietet dem Polizeichef an, alles zu tun, um die drohende Hinrichtung ihres Freundes abzuwenden. Scarpia bietet ihr an, gegen Sex das Leben von Cavaradossi zu verschonen. Der Deal steht, doch bevor es zur Vergewaltigung kommt, ersticht Tosca den Polizeichef. Doch Tosca wurde betrogen und Cavaradossi stirbt bei der angeblichen Scheinhinrichtung. Wenig später entdecken die Wachen, dass Tosca Scarpia ermordet hat und nehmen die Verfolgung auf. Die verzweifelte Tosca stürzt sich von der Engelsburg in den Tod. Also Leute, kommt am 17. November auf unsere Konzerte, folgt uns in die Oper. Ihr findet uns auf unserer Facebook-Seite oder auf kulturschocker.de. Wir freuen uns auf euch. Danke, ciao.